Ahoi. Ich werte mal den Hafen auf. Ich hoffe, dass sie da ein bisschen mehr Geld noch reinkriegen werden. 12 haben wir da jetzt. Plus 15, ist okay. Kann man machen. Ist besser als nix. So. Da ist noch mal nicht aufgebaut. Ach, weil das da jetzt rumstehen, ne, geil. Ja. Das ist ja fantastisch. Werden wir dann auch nochmal auf. Ja. Das nicht. Ich habe jetzt nichts mehr. Super. Okay. Ah, jetzt habe ich, hab ich den bauenden Menschen hier weggenommen. Oh nein. Ich kann das. Ich kann das total gut. Ich kann das sehr, sehr äußerst total gut. Ja, das reicht, um durch den Winter zu kommen. Ja, ist gar nicht mal so unschlau, das hier vorher schon mal zu beseitigen. Ist nicht verkehrt. Vorher mal ein bisschen aufräumen. Aber ich kann die vorher nicht angreifen, oder? Warte mal. Das wäre jetzt mal praktisch. Nope, das kann ich nicht. Mist, schade. Oh. Das wäre praktisch gewesen. Das wäre äußerst praktisch gewesen. Ah, ich kann bis 10 Leute... Achso, klar, weil ich das weitere Lager habe. Wollte gerade sagen. So. Machen wir die Helden noch ein bisschen besser oder Militärstrategie? Machen wir die Strategie. Ich hoffe, das zahlt sich aus. Möchte der bitte ausgebildet werden? Ja. Möchte der doch sehr gerne. Zumindest rede ich ihm das gerade mal ein. So. Krieger. Transferzone, yeah. Der baut jetzt eine Eisenmine hin. Asaha, das ist sehr, sehr interessant. Sehr kreativ. Und ich könnte jetzt auch kein anderes Gebiet mehr annehmen, ne? Ich kann das beanspruchen, ja. Beanspruchen. Also ich könnte dem das wegklauen. Das wäre natürlich auch praktisch. Das hätte was, ne? Ich habe 45 Leute. Habe ich echt ernsthaft 45 Leute? Wow. Wow, okay. Ich werde mal so ein Haus auf 48 gehen jetzt. Mir fehlt immer noch Gold. Super. Fantastisch. Immer dieses Gold. 10 Leute habe ich jetzt. Okay, 10 Militär Kaspar. Kann man bringen, kann man machen, klar. Und das ist immer noch sehr positiv, ne? Von der Stimmung her. Super. Macht ja auch noch besser. Zack. Wunderbar. Na, Wunderbärchen. Und der haben wir nichts zu tun, weil sie keinen Stein mehr haben. Ach Gottchen. Das heißt, ich habe jetzt tatsächlich nichts mehr. Oh. Keine Steine mehr. Ha. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Habe ich noch genug Gold, um noch jemanden auszubilden? Nein. Es wird immer teurer. Irgendwann 60, jetzt sind es 65. Es wird immer ein kleines bisschen mehr anscheinend. Huh. Naja, ich kann da gerade mal nicht wirklich was machen. Außer natürlich jetzt. Ahoi. So. Also ich habe jetzt 10 von 10 Leuten. Okay. Kann ich das aufwerten? Nein. Dann würde auch die Einheit nur 10% stärker machen. Nur 5% stärker machen, was ein bisschen wenig ist. Der baut auch nochmal einen schnellen Turm, das ist super. Wenigstens das haben sie verstanden. Glaube ich zumindest. Also ich glaube, dass sie es verstanden haben. Weil ich glaube, dass ich das verstanden habe. Vielleicht reicht das, man weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich befürchte so ein bisschen, dass es schief gehen wird. Na, wobei... Was haben die denn? 31 Lebenspunkte ist ja nix. Ja, okay, ich habe
Ich hab... Ah, die haben 30%, ne? Ja, die Angriffsreichweite und Kraft von Axtwerfern, das ist natürlich auch geil. 12 plus 8! Das ist natürlich eine Menge. Wow, okay. Das ist 15 plus 7. Der ist schon okay, der Typ. Oder die Typen da. Machst du Fischer hoch. Das war sehr, sehr witzlos jetzt, aber was soll's. 11 Leute habe ich. Kann ich jetzt noch ein Gebäude aufwerten hier? Ja, ne? Die Schildknäppchen. Ich bin gespannt. Der Fimbulwinter. Der Fimbulwinter. Irgendwas, irgendwas. Die Toten sind im Anmarsch. Ah, sieht schon böse aus. Sehr gut. Macht euch auf den Kampf gefasst. Das ist der letzte Angriff. Entweder behaupten wir uns oder gehen wir dabei zugrunde. Ich hätte noch mal ein paar mehr von den Türmen bauen sollen, vielleicht. Aber jetzt ist auch egal. Jetzt ist tatsächlich egal. Wir gehen alle zu den Kumpels. Ich möchte im eigenen Land kämpfen. Im eigenen Gebiet. Und ich verliere gleich Leute. Na, soll ich zu mir kommen? Wow, okay. Es sind aber gar nicht mal so unfassbar viele. Ja, das sind genug, ne? Aber... Es geht, es geht. Ich hätte noch mehr Leute gerne bitte aufgewertet hier. Ausgebildet. Ich habe nur kein Geld. Wollen wir da zurückrennen hier? Okay, jetzt würden die ganzen Türme ins Spielen kommen hier. Ich gehe mal hier hin. Jetzt würden die zum Tragen kommen. Ich gehe doch nicht dahin. Sollen die sich Zeit lassen? Ich möchte mich gerne heilen, auch wenn das sehr langsam dauert. Jetzt hätte ich gerne Superfähigkeiten, irgendwie einen Atomraketenangriff und solchen Quatsch. Ich weiß, es ist unwahrscheinlich. Okay, Teile kommen jetzt zu mir. Okay, die kommen jetzt alle zu mir. Jetzt kriege ich nochmal Wissen. Aber die Helden auch noch. Sollen wir gegen den Turm kämpfen? Das wäre super. Der Dicke ist natürlich auch gut, wenn er weg ist. Mist. Ich höre noch 9 von 11 Leuten. Sehr gut. Okay, das funktioniert aber. Was? Ist noch ein Schildkörper? Der ist nicht von mir. Mach doch nochmal hier Axtwerfer. Dass ich meine Armee ein bisschen auswerte. So. Okay. Wie komme ich da hin? Wie gehe ich da mal am sinnvollsten hin? Ich werde mal. Ja, ich muss da mal irgendwie runtergehen. Machen wir das von unten aus. Auf der rechten Seite ist auch blöd. Das war gegen mich hier, ne? Das ist natürlich doof. Ich habe viel zu wenig Türme aufgebaut. Zumindest an den Stellen, wo es interessant sein könnte. Wo ist meine Armee? Ach, der Rest greift von oben an, geil. So geht's natürlich auch. Ja, das sollte gehen. Das sollte passen. Auf der rechten Seite scheint kein Stress mehr zu sein. Ah, es geht. Ah, es geht. Hoho. Haben wir gewonnen? Hier ist noch jemand. Ja, hier werde ich auch angegriffen. Ja, ist okay. Bewegt sich aber sehr langsam. Wie Kontrollverlust. Ach, über das Land. Ich dachte schon, hä? Ja, die meckern jetzt über Häuser. Das ist okay. 46 Leute haben wir jetzt. Und der Turm macht das wahrscheinlich noch. Bitte Turm jetzt meine Heldeneinheit. Geil. Puh, das war kein einfacher Kampf. Rettet, was übrig ist und heilt die Verletzten. Das war eine nette Mission. Seht doch, der Eiswald haut auf. Okay, sieht ein bisschen billig aus. War doch langsam Zeit. Verschwinden wir von hier, bevor ich abkühle. Ey, die hängen einfach mal 4 Jahre da vor dieser Eiswand fest. Ist auch schön. Die sehen doch alle genauso jung aus wie damals.
Endlich. Ich hoffe nur, dass auf der anderen Seite nicht, dass es nicht noch kälter ist. Und sogar ich habe die Schnauze voll von all dem Schnee. Ich glaube, ich habe Raureif in den Stiefeln. Und das Schlimmste erst kommt es noch, fürchte ich. Stimmt, hinter Bergelmirs Kehle liegt Bifrost. Und Venrun, wir müssen diesen Irren aufhalten. Wir müssen weitermachen. Was auch immer das Nächstes kommt, es wird das Ende unserer Suche sein. Wir nähern uns der Nordgrenze von Northgard. Ich kann euch nur noch mehr Blut und Tränen versprechen. Doch das Schicksal Northgards und unseres, vielleicht sogar das der gesamten Menschheit, wird bald besiegelt werden. Oh, ist aber eine Menge, ne, die ganze Menschheit. Marschieren wir weiter nach Bifrost. Ja. Flump. Machen wir das. Oder ist das jetzt die letzte Mission? Nein. Oder? Kommt da noch was? Warte mal, das ist Kapitel... Okay, das fängt hier unten mit Kapitel 1 an. Kapitel 11? Sind es doch 11 Missionen? Nicht 12? Ich weiß es nicht. Nee, hier ist ja noch eine Brücke. Vielleicht scheint da oben dann noch was. Hier ist ja noch so viel Platz. Ich glaube, da kommt noch eine Mission mehr. Ah, wir haben gerade gespielt mit... weiß ich nicht. Aber ich will... machen wir nochmal die Schafe, oder? Oder? Nee, warte mal. Machen wir nochmal Kaya hier, den Panzerbär. Borgild. Machen wir das. Beiträge wechseln, bla bla. Machen wir das. Spiel ich jetzt gerade nochmal. At last, we were reaching our goal. The land where Bifrost had been concealed for eons was peaceful, heavenly even. But as we marched forward, a great indescribable sound shook earth and sky alike. It still echoes through my mind. This was, of course, Jallarhorn's wail and the beginning of Ragnarok. Vedrung was ahead of us, ready to set the sons of Muspel loose on Northgard. Everything we had done to get here, every life sacrificed, would have been in vain if we failed to stop the tyrant from destroying the legendary bridge. Tja, uncool. Ich meine, die Brücke ist, sah hübsch aus, ne? Aber es ist schön, es ist blöd, wenn das kaputt geht. Oh, kein Schnee mehr. Und ich habe jetzt die... Ich habe jetzt die Partei ausgewählt, die am besten im Schnee klarkommt. Geil. Bifrost, endlich. Schick. Oh. Was für ein grauenhaftes Geräusch. Von diesem kleinen Hörnchen? Vedrun, hört sofort mit dem Unsinn auf! Ich bewundere eure Entschlossenheit, junger König, doch ihr kommt zu spät. Gjallarhorn wird für mich die Tore nach Muspelheim öffnen. Das sind alles so schöne Namen. Bald wird diese Welt in Flammen aufgehen, doch glaubt mir, das ist kein Unsinn. Aber warum, was bringt euch das alles? Und warum hat der Runenstein von Asgard eure verderblichen Taten prophezeit? Wer seid ihr? Wer ich bin, ist nicht von Belang. Genau wie euer Vater oder euer erbärmliches Trachten nach Rache. Es zählt nur, dass aus der Zerstörung von Bifrost gewonnen werden kann. Ihr seid verrückt. Was wollt ihr? Die Götter töten, der alleinige Herrscher von Asgard werden? Ich trachte nicht danach, über Götter oder Menschen zu herrschen. Ich will Midgard von Asgard trennen, um die Menschen von Odins Willen zu befreien. Ambitioniert, würde ich sagen. Sie haben mitzunehmen. Das ist Unsinn. Warum wurden die Menschen vom Verlust des Allvaters profitieren? Was würde uns eine Welt aus Asche bringen? Odin lebt in ständiger Furcht vor Ragnarök, weil er weiß, dass ihn sein Schicksal erteilen wird. Er hat unseren Bruder in Valhall in der Hoffnung ausgebildet, dass die einen unausweichlichen Tod verhindern können. Er liebt die Menschen nicht. Für ihn sind sie nichts weiter als Marionetten, den er seit Anbeginn der Zeit leeren Versprechungen vom ewigen Ruhm gemacht hat. Hört nicht auf ihn, Gebieter. Vendrun ist ein Ketzer. Seine Worte haben die Seelen vieler meiner Brüder vergiftet.
Man kann nicht vernünftig mit ihm reden. Die schiere Existenz meines Aufstands beweist, dass er nur auf Gewalt hört. Ihr seid weiser als ich, Swarm. Wart ihr schon immer. Doch euer Vertrauen ist fehlgeleitet. Bekämpft ruhig das Unausweichliche, wenn ihr es wünscht. Möge Ragnarok jetzt beginnen. Möp. Möp, möp. Oh, okay. Die Feuerriesen kommen. Das sieht doch mal geil aus. Hübsch. Die sind ein bisschen dicht dran, würde ich sagen. Gebieter, die Entscheidung. Schlacht steht bevor. Unsere Unterstützung und die Unterstützung durch die Siedlung, die wir in ganz Northgard errichtet haben, sind euch gewiss. Das ist ein bisschen sehr dicht dran. Ich finde das uncool. Muspels Söhne. Feuerriesen werden durch die Tore von Muspel strömen. Nee, nicht näher kommen hier. Schlagt sie zurück und versucht gleichzeitig möglichst viele Tore zu versiegeln, um ihren Zustrom zu hemmen. Schützt Bifrost um jeden Preis, überlebt die Angriffe von Fedruns Leutnants und bereitet den Unsinn ein Ende, wenn die Zeit reif ist. Das gefällt mir hier nicht. Ich habe zwar viel Verteidigung jetzt, aber es gefällt mir trotzdem nicht. Die Tore kann man nach und nach schließen anscheinend. Tor von Muthpil. Ja. Besser als Tor von Lispel. Achso. Bifrost wird ebenfalls angegriffen. Wir müssen Truppen zur Verteidigung schicken. Komme ich da überhaupt hoch? Komme ich da überhaupt hoch? Nee. Ich fall einfach so um. Was? Die Feuerriesen sind plötzlich und ganz ohne Grund verstorben? Was geht hier vor? Ich glaube, die Eldhosar können abseits der Flammen von Muspelheim nicht existieren. Das dürfte sich zu unserem Gunsten auswirken, aber wir können Bifrost dennoch nicht unbeaufsichtigt lassen. Ja. Wir müssen zu allen Toren eilen, die wir finden, um sie zu versiegeln. Okay. Interessant, interessant. Was haben wir hier noch? Sind das jetzt unsere Kumpels oder was ist das? Oder ist das böse? Sehen die böse? Ich weiß es nicht. Okay, fangen wir tatsächlich mal an. Wow, wir starten sogar mal mit einem Verteidigungsturm. Wow. Abgefahren, abgefahren. Oh. So. Wie drei Verbündete. Achso, Verbündete. Aha, interessant. Ah, sieht schick aus, ne, die ganzen Tore hier. Kann man machen, finde ich nicht schlecht. So, du darfst spähen, du darfst wohnen, du darfst Holz fällen. Weil hier nicht viel Holz ist, aber naja, ein bisschen was wird dabei rauskommen. Hoffe ich zumindest. Es wäre komisch, wenn ich... Und ich... Will ich das Gebiet hier einnehmen? Wahrscheinlich ja. Oder guckst du im nächsten Gebiet hier. Machen wir das nächste erstmal. Hier wäre halt eine gute Holzquelle. Aber hier ist eine Irgendwasquelle. Eisen ist da. Okay. Mein Eisen können wir jetzt auch schon mal holen, ne? Aber ist eher sinnlos. Ich hätte gerne einen Heiler. So. Nehmen wir die Schafe mit. Okay, alles klar. Das heißt, ich werde wieder direkt einen Langschiff-Dock bauen. Ich glaube das nicht, dass das verkehrt ist. Wobei, ich baue erst die Brauerei. Ganz klassisch. So. Für Zufriedenheit, für ein bisschen Fortschritt hier. Das wäre ein Träumchen. Eisen. Naja, ich mache nochmal kein Eisen. Am Anfang ist es sowieso noch nicht so interessant mit der Optimierung von irgendwelchen Werkzeugen. Aber naja, ma, brauche ich noch nicht. Dafür das Gebäude bauen und eine Einheit ausbilden oder hier eine Figurausbildung wäre mir zu teuer gerade mal. Aber hier... Ich habe mal die Partei wählen sollen, die mit der ich denn dann... mit der ich dann Schafe halten könnte. Ich dachte nicht, dass der Winter vorbei ist. Spannenderweise kann ich die Verbündeten anscheinend nicht in eine Gruppe reinschmeißen. In eine Kampfgruppe. Was sehr interessant ist. Deswegen... Die kann ich reinschmeißen, die anderen nicht. Deswegen lasse ich die mal hier. Und kämpfe mal mit denen hier das Gebiet frei.
auch wenn er nicht wirklich viel freizukämpfen ist. Sehr interessant. Da darf jemand ran. Ahoi. 24. Ich meine 4. 4 Dingens. Zufriedenheit. Und ein Feld. So. Bam. Da sind Steine, was immer noch sehr praktisch ist. Und natürlich noch mehr Nahrung. Ja. Schützt Bifrost um jeden Preis. Da habe ich sogar 10.000 hier. 95% Leben hat es anscheinend noch. Das ist eine Menge. Allerdings sind auch schon halt die 5% runter, ne? Von daher, das ist nicht ganz ohne. Er legt Pferd rund, wo auch immer der ist. Ach, da oben steht er. Ja, so episch sieht er jetzt auch nicht aus, ne? Der ist halt da. Ist halt da, guckt komisch. Kurze Zusammenfassung von dem ganzen Leben von dem Kerl. Wer auch immer das sein mag. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Irgendjemand gefühlt Böses. Oder er hat nur gute Absichten und wir missverstehen das Ganze. Weil wir zu naiv sind und immer quasi an der Tradition festhalten. Das kann natürlich auch sein. So. Ich hab noch... Ich wollte gerade sagen, ich hab noch zu wenig, aber es ist okay. Es entwickelt sich langsam. Zu wenig Nahrungseinkommen hier. Wobei das Gebiet hier auch nicht unbedingt das Schlauste war, das jetzt einzunehmen. Wobei das Schaf hier, komm, das Schaf kam auch kurz weg. Mäh. Schön, dass es auch mit einem extra lauten Mäh dann nochmal ablebt. Ich gehe dann mal. Mäh. Es hat was. Sehr sympathisch. Hier sind sogar noch Fische? Ernsthaft? Rehe und Fische? Geil. Oh, das wird gut. Da kommt ein Silo hin. Da kommt sowas von Silo hin. Ah, es wird gut. Hoffe ich. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay. Ich finde es eigentlich, ich finde es wirklich nett, wenn man hier möglichst, oder wenn man hier viel von freischalten kann. Das ist schon sehr praktisch, das ganze Zeug. Schon sehr, sehr praktisch. Deswegen, ich versuche, dass ich da auch wieder ein bisschen vorankomme. Aber ich brauche erstmal ein paar Leute, um überhaupt was reißen zu können. Logischerweise. So. Ah, das ist nur ein Brauer bisher, okay. Der zweite wird auch nicht so wahnsinnig viel bringen, ne? 23 Tage. 20 Tage. Es ist jetzt nicht so wahnsinnig entscheidend. Ich hätte lieber gerne einen zweiten Holzfäller. Machen wir das. Bei einer ist es tatsächlich ein bisschen wenig. Aber es kommt irgendwann auch im Winter, ne? Das ist doof. Wir haben Kontakt hergestellt mit Kobolds. Wie sollen wir mit ihnen umgehen? Ist eine gute Frage, ne? Was können wir denn machen mit denen? Die Kobolds können sich als vortreffliche Handelspartner erweisen, werden aber zum Ärgernis, wenn sie kostbares Land besetzen. Tja, darum kümmere ich mich das nächste Mal hier bei Northgard. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen für den Moment. Und ja, ich schiebe die Verantwortung auf meine Zukunft. So, die Entscheidung. Bis dahin, adieu und tschüss.